Ist euch das auch schon mal passiert? Ihr googelt etwas und euch werden an oberster Stelle Werbeanzeigen ausgespielt, die genau auf eure persönlichen Interessen zutreffen? Das ist kein Zufall. Denn Suchmaschinen wie Google, aber auch Amazon oder soziale Netzwerke nutzen im großen Umfang persönliche Daten. Und zwar eure persönlichen Daten. Standortinformationen, IP-Adresse oder auch Daten aus persönlichen Nutzerprofilen, wie zum Beispiel das Alter. Das alles wird gesammelt, um euch die möglichst passenden Informationen anzuzeigen. Bei Suchmaschinen funktioniert das zum Beispiel so. Die Suchmaschine erkennt aufgrund eures Suchverhaltens, für was ihr euch interessiert. Und genau diese Seiten werden euch dann eben auch angezeigt. Das klingt erstmal ganz gut, aber darin liegt auch eine Gefahr. Denn wenn euch immer wieder die gleichen Seiten angezeigt werden, eben je nachdem, für was ihr euch interessiert, könnte es auch sein, dass ihr weniger Neues lernt. Die Wahrscheinlichkeit sinkt zumindest. Im schlimmsten Fall legt die Suchmaschine also fest, was für euch relevant ist und was nicht. Sie kann sogar euer Kaufverhalten und auch eure Meinung beeinflussen. Der Buchautor Eli Pariser hat für dieses Phänomen den Begriff Filterbubbles, also Filterblasen, geprägt. Diese sogenannten Filterblasen gibt es aber nicht nur bei Suchmaschinen wie Google, sondern auch in den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel bei Instagram und Facebook. Dort werden eure Daten gesammelt und von Algorithmen ausgewertet. So wird entschieden, welche Postings, welche Neuigkeiten und auch welche Werbung bei euch im Newsfeed ausgespielt werden. Was sich erstmal nutzerfreundlich anhört, kann aber auch bei der Bildung einer politischen Meinung einen Einfluss haben. Möglicherweise ist das auch bei der letzten Präsidentschaftswahl in den USA passiert. Für viele war der Ausgang der Wahl 2016 eine echte Überraschung. Trump wurde Präsident. Neben Vorwürfen einer einseitigen Berichterstattung wurde auch schnell dem Phänomen Filterblase eine Mitschuld gegeben. Das liegt vor allem daran, dass sich mittlerweile viele Menschen über Facebook oder auch Instagram über aktuelle Themen informieren. Viele Nutzer und Nutzerinnen sollen vor der Wahl vor allem Nachrichten in ihren Feed eingespielt bekommen haben, die sie in ihrer eigenen Meinung bestärkt haben. Ob und inwiefern das allerdings die Wahl wirklich beeinflusst hat, konnte nicht abschließend geklärt werden. Mit diesen Tricks könnt ihr die Algorithmen überlisten und so die Filterblasen zum Platzen bringen. Liked auch Seiten, die euch eigentlich nicht interessieren, zum Beispiel von Parteien, die ihr nicht wählt. Prüft eure Privatsphäre-Einstellungen bei Instagram und Facebook und löscht am besten eure Aktivitäten und auch eure gespeicherten Interessen. Und ihr könnt auch andere Suchmaschinen als Google benutzen oder im Inkognito-Modus surfen. Filterblasen entstehen durch den Versuch, Newsfeeds und Suchergebnisse zu personalisieren. Wer sich also im Internet umfangreich informieren will, sollte unterschiedlichen Personen folgen, sollte verschiedene Plattformen nutzen und die Privatsphäre-Einstellungen überprüfen.